Jo Leute, da bin ich wieder. Ich hatte gerade fast die Cam geschrottet. Die ist mir leider aus der Hand geglitten, weil ich mir die Hände mit Handcreme eingerieben habe. Aber zum Glück ist sie nicht kaputt gegangen. God save this. Praise the Lord. Okay, jetzt gebe ich mal einen kleinen Einblick hier, wo ich hier unterwegs bin in Kärnten. Das Wetter ist gerade nicht so knorke. Wie ihr seht, der Hochnebel ist ganz tief unten und verdeckt die Berge. Eigentlich waren hier ziemlich hohe Berge, aber die sind leider durch den Nebel und das regnerische Wetter verdeckt. Na gut, jo. So, Body is dead. Jo Leute, da bin ich wieder hier an der italienischen Grenze am Plöckenpass. Ist gerade ein bisschen spooky hier mit dem ganzen Nebel. Und ich kann heute in den Stellungen leider nicht filmen, weil das Wetter ziemlich am Arsch ist und die Gefahr bestünde, dass hier ein Unwetter kommt. Also werde ich das mal auf einen anderen Tag verlegen. Jo Leute, der Nebel hat sich etwas gelüftet. Jetzt könnt ihr mal so ein bisschen vom stillen Berg sehen. Das ist hier an der Grenze. Sieht ziemlich beeindruckend aus, wenn man vor Ort ist. Ziemlich geil. Jo Leute. Obwohl es hier gerade Sommer ist, ist es hier richtig kalt, ungefähr 10 Grad. Es ist ziemlich frisch für den Sommer. Na gut, davon lasse ich mich ja nicht runterkriegen. Jo. Jo Leute, es ist der nächste Tag, jetzt werde ich das mal probieren mit den Stellungen. Ich werde noch mal ein kleines bisschen die Umgebung filmen, damit ihr einen kleinen Einblick habt, wo ich mich befinde. Leute, tut mir leid, das wird leider nichts. Ich habe nicht bedacht, meine scheiß Höhenangst hatte ich als Kind nicht. Das ist steil. Ich habe da einmal runtergeguckt und voll die Panik geschoben. Geht nicht. Scheiße, ich bin gerade so angepisst und wütend. Ich wollte euch was zeigen, aber scheiß Höhenangst.